Ja, hallo erstmal alle zusammen da draußen. Es freut mich auf jeden Fall, dass ihr mit dabei seid, nur habe ich erstmal eine schlechte Nachricht. Und zwar seht ihr schon, die Zuflucht von Stein und Feuer, 34 von 50, 6 von 8. Ja, ich muss euch das jetzt kurz erzählen, weil Folgendes ist passiert. Der liebe Barsches, so toll wie er ist, hat er natürlich aufgenommen. Wunderschön, 40 Minuten lang ging diese tolle Art an Jump'n'Run Level, die Sachen auspackte, die ich im Spiel zuvor noch nicht gesehen hatte. Und das ist alles weg. Ich weiß nicht, wo es hin ist oder ob ich die falsche Taste gedrückt habe vor dem Aufnehmen, aber ich behaupte mal, es war irgendwo nicht genug Speicherplatz, deswegen habe ich jetzt die alten Folgen alle von meiner Festplatte runtergehauen, damit genug Platz ist für eine neue. Ja, jetzt weiß ich nicht. Ich habe auf jeden Fall keine Lust, nochmal 40 Minuten lang in diesem Höllenlevel abzuhängen. Ich könnte es euch jetzt erzählen. Und ich denke, das werden wir so machen. Ich erzähle euch, was in dem Level hier passiert ist und dabei spielen wir die Echo-Höhlen, von der irgendwelche Fässer abheben. Keine Ahnung, warum. Ja, fangen wir an. Also, die Zuflucht von Stein und Feuer war's. Viele Robotor unterwegs. Nur mal kurz gesehen hier. So. Also, die Zuflucht von Stein und Feuer. Ich hoffe, du springst jetzt nicht da runter, Idiot. Okay. Es ging los, man musste eben erst einmal einen Weg. Was heißt ein Weg? Man ist da rumgerannt, hat mit Pflaumen um sich geworfen und... Oh Gott. Ja, zum Schluss. Oh Gott, zum Schluss. Ich komme gar nicht klar, so nacherzählen, was man gerade so gespielt hat. Warte, ich muss jetzt mal den Roboter loswerden. Ich glaube, der ist blöd. So. Okay, stellen wir uns kurz hier in die Ecke, wo ich eigentlich gern weiterspielen würde. So. Kommen wir hier hoch, ja. Wie machen wir das? Also, dort gab's, als erstes Mal gab es dort eine Maske. Wir haben mit Polokus geredet. Er hat uns eben gesagt, dass die Level schwieriger waren. Da müssen wir bestimmt hin. Und schwieriger werden jetzt, um an die nächsten Masken ranzukommen. Da habe ich natürlich gesagt, ich hoffe, die werden dann nicht dementsprechend lang. Ja, um euch gleich zu beruhigen, wenn ihr den Wächter sehen wollt, es gab keinen. Okay, strange. Also es gab keinen Wächter. Also es gab zwar einen Wächter, der hieß... Gute Frage, wie der hieß. Aber es war nicht so ein Wächter, der mit Feuer geschossen hat, sondern mehr so... Ja, das habe ich inzwischen auch schon mitgekriegt. Sondern mehr so ein Stein, so ein Gestein-Typ da, der uns durch so ein Lavafeld geführt hat und den mussten wir erst aktivieren, indem wir so die Kugeln gesammelt haben. Ihr kennt das. So. Natürlich, die 40 Minuten hätte ich nicht gedacht. Wir haben da ziemlich viel geheime Sachen entdeckt. Ich hoffe, das geht jetzt nicht gleich weiter, weil heute scheint irgendwie so der Tag für geheime Sachen zu sein. Den Sprung schaffe ich doch. Ach so. Ich wollte gerade sagen, den Sprung schafft man doch nicht im Leben. So. Was müssen wir hier tun? Ach, unten wird es auch angezeigt. Ist ja süß. Ja, jedenfalls hat sich das ganz schön gezogen. Aber wir haben es dann geschafft. Muss erst mal sehen, was das bringt. Ach Mist, ich wollte wieder zurück auf den Weg. Geht nicht. Okay. Da waren wir jetzt schon. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen aus dem anderen Level, weil ich muss mich ja jetzt hier auch darauf konzentrieren, dass wir hier keinen Schalter übersehen. Müssen wir auch noch rein.
höchstwahrscheinlich auch tauchen. Und da haben wir wieder so eine. Der hat gesagt, also unser Freund da. Oh Gott, kann sein, dass ich gerade ein bisschen am Mikro vorbeirede. So, wartet mal kurz. Das tut mir jetzt leid, dass es jetzt vielleicht so ein bisschen. So. Wenn es gerade ein bisschen dumpf klang, dann tut mir leid, dann habe ich. Ach so, und was ich festgestellt habe, das kann ich ja jetzt hier nochmal aufführen, das finde ich jetzt auch gar nicht so schlecht. Wer Rayman 1 gespielt hat, erkennt doch sicherlich diese kleinen Typen, diese, die mit den Krallen, die einen da immer krallen wollen. Und dann gibt's doch diese großen, denen man so Pflaumen auf den Kopf werfen kann. Ja. Genau das habe ich festgestellt, dass das geht, nachdem ich Ewigkeiten darum getüftelt habe, wie wir denn an diesen geheimen Kasten kommen sollen. Ja, die Antwort war ganz einfach. Einfach den Typen so eine Pflaume übergestülpt und schon hält das Maul und macht bloß noch blub blub blub. So. Gut, haben wir jetzt hier einen Schalter irgendwo? Nee, ne? Dann verstehe ich den Sinn davon nicht. 15 von 50. So. Ja, und das ist eben die Ähnlichkeit aus Rayman 1. Eine kleine Tauchpassage. Ich wollte gerade noch sagen, ich hoffe, die ist nicht allzu lang. Müssen wir etwa auch wieder zurücktauchen? Nö. Ach doch, tatsächlich. Na dann tauch. Bin ja schon froh, dass hier keine Piranhas drin sind. Oh verdammt, ich habe mich vertaucht. Ach nee. Gut. So. Upsala. Wir können sicherlich nur über diesen Weg nach draußen kommen. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Ich postiere mich hier immer wieder neu vorm Mikro. Es tut mir ein bisschen leid, wenn da jetzt immer so ein bisschen die Stimme etwas seltsam ist. Dort oben war. Ne, von da kamen wir ja. So, was haben wir übersehen? Ein Lämpchen leuchtet noch nicht. Da haben wir. Vielleicht geht's hier unten irgendwo rein. Nein, geht's nicht. Ich sehe jetzt auch gar keinen weiteren Schalter. Unten war doch jetzt. Habe ich noch was übersehen? Nee. Nö. Nö, nö. Nö, 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 nö. Obwohl, wartet. Von da oben. Eventuell doch. Kann man von da oben doch eventuell irgendwie einen Schalter sehen oder. Nee, das geht nicht. Ja. Schön, dass wir jetzt in. Ich habe den Namen von dem Level vergessen. Schön, dass wir hier so failen. Das freut mich. Nicht. Hallo? Was ist mit der Kamera los? Hallo? Hey, was war denn das jetzt? So. Hier drin war ja nichts weiter, nur der Schalter. Ah, das wird sich nur künstlich in die Länge ziehen hier. Das ist ja schon mal schön, dass es nicht vom Level ausgeht. Ich würde gerade sagen, der Typ ist weg. Das wäre. Nicht so cool gewesen, da wären wir bestimmt nicht mehr hier hochgekommen. So, ich verliere langsam die Geduld. Und die Übersicht über dieses viel zu komplizierte Level. Okay, also wir haben den Schalter da oben. Wir haben den Schalter und wir haben den Schalter da hinten.
Irgendeinen Hinweis? Nö. Ist einfach nur random die Reihenfolge, oder? Ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir hinten irgendwas Einfaches übersehen haben. Stimmt, waren wir überhaupt hier unten? Ich sehe da drüben einen Roboter. Kann ich den irgendwie nehmen? Ne? Ach doch. Cool. That would be easy. So, und jetzt auf Zeit, oder wie? Oh. Alles klar. Das wäre jetzt natürlich sehr peinlich gewesen. Ja. Keine Bange, also genug Zeit haben wir auch. Das wäre jetzt peinlich gewesen, wenn wir schon vor durchgerannt wären und hätten den Schalter vergessen und dann wären wir ja halb ausgetickt, weil wir den scheiß Schalter nicht gefunden hätten. Ja. So, und ihr merkt schon, dass von den 40 Minuten meine Stimme schon ziemlich kratzig geworden ist, aber ich denke, momentan geht's noch. Ich würde dann schon unterbrechen, wenn es gar zu schlimm werden würde. Das kennen wir ja schon. So. Ich sehe zwar keine Piranhas, aber klar. Piranhas. So. Ich gehe mal raus. Den Schalter haben wir auch schon. Jetzt können wir rein theoretisch hier rein. Das machen wir auch. Ah, da brauchen wir wieder. Ich kann mich an dieses Level nicht erinnern. Wieso an so viele Level? Anscheinend. Demnächst. Die einfachen Level gingen anscheinend noch. Konnte man sich angenehmerweise noch erinnern, aber da hört es dann anscheinend schon auf. Kann man etwa. Wie jetzt? Okay, krass. Oh, wow. Wow, hier strömen gerade ziemlich viele Informationen auf mich ein. Informationsheld, rette mich. Das ist ziemlich kompliziert, dadurch, dass die Steuerung auch entgegengesetzt ist. Also hoch ist runter und was ist denn das? Ist das nicht so ein. Die Feenlichtung. Was will ich denn in der Feenlichtung? Ich hoffe, es lohnt sich. Den Teil der Feendichtung haben wir ja wirklich noch nicht gesehen. Na dann los. Geben wir mal unser Bestes, was auch immer uns hier erwarten wird. Das ist bestimmt sowas wie ein Bonus-Level. Hallo, könntest du eventuell. Am besten wäre es natürlich jetzt, wenn noch so eine Spinne kommen würde. Aber ich will ja nichts beschwören. Klasse. Fliegen. So eine Aufgabe gab es in dem Level davor auch. Eigentlich fast genau dasselbe.
Okay, das war so nicht geplant. Aber das haben wir absolut souverän gemacht. Ich frage mich, wie viele Level eigentlich Rayman hat. Also jetzt wird's besonders. Jetzt wird's besonders schmerzhaft. So, legen wir mal ein bisschen an Tempo zu, ohne gleich zu viel Tempo aufzufahren. So, was gibt's hier? Wie jetzt? Und jetzt? Alles klar. Okay, ich hab's. Aber das kenne ich doch schon. Nee, kenne ich noch nicht. Aber weißt du, was du kennst? Auch die Mütze, das kennst du schon. Oh, war ja easy peasy. Oh, verdammt. Nee, das wollte ich nicht. Jetzt müssen wir das nochmal machen. Also wird sich das wiederziehen. Wunderbar. Das freut mich. Irgendwie. Aus irgendwelchen Gründen, die ich gerade nicht verstehen kann. Weil das absolut nicht absichtlich war, was ich gerade gemacht habe. Deswegen müssen wir das jetzt nochmal machen. Ich hoffe, ihr versteht das. Ich lege auch ein bisschen an Tempo zu. Obwohl ich das Gefühl habe, dass diese Pflaume nicht will, dass ich an Tempo zunehme. So, komm. Ach, wie ich diese Aufgabe liebe. Liebe. Wie ich es liebe. So. Jetzt können wir das eigentlich schaffen, denke ich. Machen wir so schnell wie irgend möglich, am besten ohne abzustürzen. Da haben wir es doch auch gleich schon wieder geschafft. Ach, wir machen nichts weiter als einmal ringsrum. Ist ja sehr interessant. Ach, hier ist auch so ein Pflaster, das habe ich vorhin gar nicht gesehen. So. Ich hätte gedacht, dass da vor ihm wäre ein Fleck, also so ein Ölfleck, aber dem war ja nicht so. Aha. Okay, jetzt können wir. Ich denke, wir können. So. Hat er gar nicht lange gedauert, vielleicht so ein, zwei Minuten, hoffe ich. Ich hoffe, länger war es nicht. Gibt's hier noch irgendwas zu holen? Ein Schalter höchstens. Wow, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ach Mist. So, jetzt dürfen wir nochmal von vorne anfangen. Ich denke, das ist gar nicht so schlimm. Wow. Okay. Wären wir fast gegen den Felsen gedonnert. Kommen wir denn da oben an diesen Schalter ran? Ich habe eine Idee, deswegen muss ich jetzt mal. Idiot. Will ich das fast fallen lassen? Wie jetzt? So habe ich mir das vorgestellt. Gut, dass da noch ein Fass lag, sonst wäre ich jetzt durchgeflogen und hätte dann mit dem Fass vom Anfang versucht, den Schalter zu betätigen. Das wäre vielleicht ein bisschen knifflig gewesen. So, hier ist ein Punkt. Okay, jetzt wird's noch gefährlicher.
Aber Raymond ist ja ein Held, dachte ich zumindest immer. Der packt das. Okay. So, wenn er wieder aufblüht, dann kriegt er überhaupt die Fresse. Oh Gott. Ach, wir müssen dann umlenken, alles klar. Aber ich habe hier gerade noch einen Käfig gehört. Eigentlich müsste ja der dem zufolge. Müsste der. Was? Gut, sage ich demzufolge dazu mal nichts. So, müsste man eigentlich schaffen. Eigentlich nicht das Problem. Njaun. Legen wir los. Ja, sorry, ich bin gerade ans Mikro gekommen. So, jetzt die ganze Schmach noch einmal. Ich hätte gern keine grüne Grütze dazu. Hallo? Oh, halte dich doch fest, Junge. Ah, das scheint schwieriger zu sein, als es aussieht. Ich hoffe, ich muss daraus nicht zwei Folgen machen. Sonst haben sich meine Befürchtungen bewahrheitet und die Level werden immer länger. Obwohl es eigentlich gerade an eigener Dummheit hoppert und an den Skills, die man nicht besitzt und man. Jetzt ganz souverän. Wow, warum? Ah! Seid ihr eigentlich nicht ganz dicht? Okay. Oh, zwei Munde und ein Schiff. Uns fehlt irgendwas. Ich höre etwas. There it is. Oder he is, je nachdem. Also ich kann euch versprechen, die Folgen werden nicht länger. Ich denke, ich werde das als eine Folge hochladen. Das geht schon mal. Volkstänzchen zum Schluss und dann machen wir das ganz solide hier. Ja, hätte solider sein können. Wir hätten das bestimmt um 10 Minuten verkürzen können, das Level. 5 von 5 und 44 von 50 ist natürlich jetzt schade, aber ansonsten wollen wir das Spiel natürlich speichern. Die Klippe. Ja, da bin ich gespannt, was uns in diesem Schiff oder mit diesem Schiff erwartet. Ich habe keine Ahnung. Und nochmal Entschuldigung für die verloren gegangene Folge sozusagen. Ich hoffe, das macht nicht allzu viel. Es ist ja bloß ein Level jetzt gewesen. Ja, wir sehen uns. Ciao.